Liebe Zuschauer, dass Investoren wieder Risiko eingehen, war für den Investmentdirektor Paul McNamara bisher das vorherrschende Thema, das dominierende Thema im bisherigen Jahresverlauf. Der leitende Manager bei GAM für den Anleihemarkt und Währungsstrategien in den Schwellenländern meint hier, dass es halt eben da auch so weitergehen kann. Ob das halt tatsächlich so sein kann und vor allem, wie er das Potenzial eben im Anleihe- und Währungsmarkt der Schwellenländer sieht, das möchte ich Ihnen jetzt fragen. Hello, Mr. McNamara. Herr McNamara, Sie hatten gesagt, dass die Investoren wieder bereit sind, Risiken einzugehen. Ein beherrschender Trend für den bisherigen Jahresverlauf. Sehen Sie das nach wie vor so? Do you still see that? Ja, ich unterscheide zwischen dem Gedanken, dass Risikoanlagen immer weiter steigen werden und dem Gedanken, dass große Risiken, wie dass die US-Wirtschaft in eine weitere Rezession gezogen wird oder der Euro zerbrechen wird, immer geringer werden. Ich glaube, wir sind in eine Zeit gerutscht, in der wir eine größere Diskriminierung verschiedener Assetklassen sehen. Wir sehen eine generelle Bereitschaft, Risiken einzugehen. Ich glaube, die größte Veränderung im Vergleich zum Vorjahr liegt darin, dass Menschen weniger besorgt um die Folgerisiken sind als früher. Sie schauen sich speziell den Anleihen- und Währungsmarkt in den Schwellenländern an. Welches Risiko gehen Sie hier ein? Die Länder, die wir am meisten bevorzugen, sind im Allgemeinen die Länder, die Rohstoffe importieren. Ich denke, während das Wachstum sich verlangsamt hat, sind die Menschen zeitgleich weniger beunruhigt im Hinblick auf einen Normalwert. Man sieht, dass die Leute weniger dazu neigen, in Öl und Gold zu investieren. Das stärkt unsere Begeisterung für Mexiko, für Polen und die Türkei. Weniger euphorisch sind wir für Gesamt-Südamerika und Russland. Also Mexiko, Türkei und Polen, das sind die Kernmärkte, die Sie sich anschauen. Wo investieren Sie hier? Allgemein konzentrieren wir uns auf die Währungen. Es sieht nach einem weniger fantastischen Jahr für Anleihen in diesem Jahr aus. Wir haben weltweit sehr niedrige Zinsen, sowohl in den Schwellenländern als auch in den Industrieländern. Ich glaube nicht, dass die Zinsen noch weiter fallen werden. Wir müssen anerkennen, dass die Notenbanken generell extrem zurückhaltend bleiben. Das trifft nicht ganz auf Deutschland zu. Aber es gibt da eine Tendenz, die eher weg von Anleihen führt. Ich glaube, dass Devisen unser Investmentkern in diesem Jahr sein werden. That currencies in EM are the core of our investments for this year. How long do you think will this liquidity? Wie lange wird diese hohe Liquidität am Markt noch existieren? How long will that take? Ich glaube, wir werden noch sehr lange Liquidität sehen. Die weltweiten Notenbanken versuchen, das Wachstum wieder anzukurbeln. Wenn wir uns alle Länder einmal anschauen, stellen wir fest, dass die Fiskalpolitik nicht wirklich das Wachstum unterstützt hat. In Japan hat das auch nicht besonders gut funktioniert. Wir sehen überall eine Lockerung der Geldpolitik, sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Es ist nicht so, dass wir einen großen Anstieg der Zinsen in Kürze erwarten. Ich denke, diese Bemühungen sind so ziemlich der Preis von allem, was wir sehen. Und dass Währungen schwerer einzuschätzen sind. Es ist wahrscheinlicher, dass sie künftig eher eine bessere Einnahmequelle sein werden als Anleihen. Welches Währungspaar ist für Sie momentan am attraktivsten? Unsere Lieblingswährung ist derzeit der mexikanische Peso. Abgesehen davon, dass er sehr gut gelaufen ist, sind die Fundamentaldaten intakt. Die stärksten Währungen auf mittelfristige Sicht waren in Polen und der Türkei, wo sich fundamental etwas verändert hat. Wir haben eine starke Produktivitätssteigerung hier. Und all das, was wir in Mexiko gesehen haben, unterstützt die Ansicht, dass dort etwas Ähnliches passiert. Abgesehen von der Währungsstärke haben wir eine Erholung der Handelsbilanz in Mexiko gesehen. Es ist das Land, was sich sehr in Richtung USA orientiert und was die starke Unterstützung für das Wachstum in der Weltwirtschaft im nächsten Jahr haben wird. The great support for growth in the world economy in the year ahead. How much of euro do you? Wie viel Euro haben Sie in Ihrem Fonds? Your fund. We don't tend to invest in the euro. Wir investieren in der Regel nicht in den Euro, aber er ist für uns wichtig als Unterstützung für den polnischen Zloty, den ungarischen Forint und den rumänischen Leu. Ich glaube, wir haben immer noch Probleme mit der Peripherie, wenn man sich Spanien oder Italien ansieht. Der größte Swing-Faktor der Weltwirtschaft wird sein, was in Spanien und Italien passiert. Daher konzentrieren wir uns sehr darauf, was in Sachen Wachstum in diesen Ländern nun passiert. Im Moment ist es nur fair zu sagen, dass wir nicht sehr optimistisch sind. Wir rechnen nicht mit einer Implosion, aber die jüngsten Daten zeigen uns, dass die Erholung in diesen Ländern länger dauern wird. Und das lässt vermuten, dass der Dollar im Hinblick auf globale Währungspaare weiterhin favorisiert werden wird. In terms of global currency blocks, the currency of choice going forward.
Sehen Sie das Risiko, dass der Euro auseinanderbrechen könnte? Ich glaube nicht, dass der Euro auseinanderbrechen wird. Die Entscheidung in Zypern, eine Bail-in-Lösung zu finden, was sicherlich beliebter im Kernraum und eine noch beliebtere Lösung in Deutschland ist, ist mittelfristig aber unausweichlich. Ich glaube, wenn wir uns an den Punkt bewegen, wo wir von Bail-in-Lösungen Gebrauch machen, nicht nur in Zypern, aber möglicherweise auch in Spanien und Italien, dann wäre das ein großer Test künftig für den Euro. Wir sind fast sicher, dass der Euro bestehen bleiben wird, eine ziemlich starke Währung sein wird. Aber wir müssen uns der Folgerisiken bewusst sein. Sie sprachen von einer starken Währung. Wo sehen Sie den Euro am Ende des Jahres? Wir müssen meistern, was im Moment in Spanien und Italien passiert. Wenn wir ein schwaches Wachstum sehen, ist das weniger wichtig für die Eigenständigkeit als das, was es für das Bankensystem in Spanien und Italien bedeutet. Wenn wir eine verzögerte Phase langsamen Wachstums haben, wird sich das natürlich sehr negativ auf die Assets, vor allem Dinge, die der spanischen Banken auswirken. Basierend darauf wird sich das natürlich künftig negativ auf den Euro auswirken. Ich glaube, wir werden vielleicht nicht bis Jahresende, aber dann zunächst einmal einen Kurs von 1,25 sehen, bevor wir dann Richtung 1,35 laufen. Zurück zu Ihrem Fonds. Sie haben gesagt, der mexikanische Peso ist einer Ihrer favorisierten Währungen. Welche sind es außerdem noch? Wir halten uns an die Währungen, deren Wechselkurs von schwächeren Rohstoffpreisen profitieren. Das führt dazu, dass wir, wie gesagt, den mexikanischen Peso, den polnischen Zloty, die türkische Lira, den thailändischen Baht und vielleicht zwei untergewichtete Währungen wie den kolumbianischen Peso, den peruanischen Sol oder den russischen Rubel favorisieren. Insgesamt orientieren wir uns an die Herstellerländer, die von günstigeren Rohstoffpreisen profitieren. Wo sind Sie am Anleihenmarkt investiert? Man kann insgesamt sagen, dass wir ziemlich optimistisch bei inflationsindexierten Anleihen sind. Nicht, weil wir eine hohe Inflation erwarten, aber wir wollen ziemlich konservativ sein. Wie gesagt, wir haben sehr niedrige Zinsen für einen längeren Zeitraum gesehen und das wird noch eine längere Zeit anhalten. Aber es geht vor allem um den Preis. Anleihen sind teuer. Die Leute denken, dass die Notenbanken niemals mehr die Zinsen anheben werden. Ich glaube, das ist etwas überzogen. Generell gesagt, wir sind sehr konservativ bei Anleihen und wir sind nicht wirklich enthusiastisch, Langzeitassets zu kaufen. Und wenn wir das tun, dann favorisieren wir inflationsindexierte Anleihen. Wo sehen Sie das größte Risiko für Ihre Investments momentan? Das größte Risiko für alle Investoren weltweit wird die europäische Peripherie sein. Wenn die Situation schlecht gehandhabt wird, der Versuch eines Bail-in einer spanischen oder italienischen Bank könnte sehr schnell sehr falsch laufen. Daher glaube ich, ist es die europäische Peripherie. Obwohl unser Kerngedanke dahin geht, dass alle Probleme in Europa erfolgreich gelöst werden. Sollte etwas sehr falsch laufen in der Weltwirtschaft, dann wird es ziemlich sicher Europa sein. Sie haben gesagt, dass eine Besserung der Lage in Europa länger dauern wird als erwartet. Wie lange wird das sein? Das ist eine sehr schwierige Frage. Alles, was wir tun können, ist das Wachstum zu beobachten. Es geht immer wieder um Wachstum. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sehen, dass die spanische Wirtschaft um 2% wächst, die italienische um 2, was lange nicht passiert ist, dann ist es an der Zeit, wieder optimistisch zu sein. Aber das wird nicht in diesem Jahr passieren und ich befürchte auch nicht im nächsten Jahr. Was denken Sie, wo die größten Risiken für die globale Konjunktur liegen? Es führt alles immer wieder nach Europa. Wenn man außerhalb Europas sich umsieht, rückt alles wieder an seinen Platz. Wenn wir beispielsweise in die USA schauen, wenn man sich dort die Neuausrichtung anschaut, Stichwort Fiscal Deficit in den USA, dann haben wir sowas seit längerem nicht gesehen. Die Schwellenländer, die mein Spezialgebiet sind, sehen meiner Ansicht nach relativ gesund aus. Dieses steigende Wachstum wird zugunsten der Industrienationen weitergehen, mit relativ geringen Schuldenleveln und relativ konservativen Banken. Und das wird sich auszahlen. Die Schwellenländer, die sind nicht das Risiko. Wenn wir die Risiken der europäischen Peripherie gemeistert haben, dann werden sich die Leute umsehen und die werden überrascht sein, wie positiv der globale Ausblick zu sehen ist. Sehr, sehr positiv. I think that people might sort of look around and be quite surprised how positive the global outlook is. Macht Ihnen das langsamere Wachstum in Asien Sorgen? Nicht besonders. Die asiatischen Banken werden relativ konservativ geführt. Sie haben in der Regel mehr Einlagen als Kredite. Man hat hier keine Quelle der Instabilität. Dies sind Länder, die einem geringen Wachstum gegenüberstehen, aber besser aufgestellt sind, als es die westlichen Länder waren 2008, 2009. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man fantastische Erlöse aus dem Devisen- oder Aktiengeschäft erzielen wird. Aber es bedeutet, dass man nicht diese
außerordentlichen Risiken, diese riesigen Bewegungen, die man 2008 gesehen hat, haben wird. Ich denke, vor sich hintrudeln ist im Moment ziemlich akzeptabel. So, do you still see the sehen Sie die Schwellenländer als Gewinner der momentanen Situation? Nicht wirklich ein Gewinner, aber sicherlich ein sicherer Hafen. Wenn es auf der Welt schlecht laufen sollte, wird es sicherlich für die Schwellenländer weniger schlecht laufen. Auf eine Weise ist ein Schlüsselrisiko für Schwellenländer, dass die Dinge sich schnell lösen. Und wenn es sein sollte, dass die Wachstumsdaten in der europäischen Peripherie etwas stärker aussehen sollten, dann wird dies natürlich Einfluss haben auf europäische Aktien und den Euro. Ich denke, unser größtes Risiko ist, dass sich die Probleme schneller lösen, als wir es heute erwarten. Mr. McNamara, thank you so much for the interview. Ja, und liebe Zuschauer, das war es dann auch schon wieder mit einem weiteren DRF-Interview hier vom Parkett Emerging Markets, also als sicherer Hafen und als Investmentchance. Ich sage danke, dass Sie dabei waren bei diesem Interview. Hoffe, Sie zum nächsten wieder begrüßen zu können. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.